So. Okay, dann... Sicherheitsschloss deaktiviert. Machen wir mal das Schloss auf. Und ich hoffe, wir sind dann demnächst mal irgendwann beim Kühlstab B. Denn das war ja eigentlich unser Ziel. Wenn ich mich recht entsinne. Ach Mist, ich habe ihn nicht erwischt. Doch, ich habe ihn erwischt. Yay! Immer schön, wenn man ein bisschen Fleischpastete erzeugen kann. So, jetzt kommen wir doch hoffentlich hier beim Kühlstab B raus, oder? Offenbar doch noch nicht. Gib mal ein bisschen Muni her, das nehmen wir auch noch mit. Warum liegt hier eigentlich so viel Muni rum? Kommt es jetzt gleich zum Endgefecht oder wie sieht das aus? Kommt jetzt nochmal... Ach, ist Gott, ist das hell. Kommt jetzt nochmal größere Gegner? Wo ist denn das PDA? Hier. Das sind bloß Credits. Ich dachte, wir erfahren jetzt nochmal irgendwas Schönes. Aber ich glaube, wir wissen alles, was wir wissen müssen. Ursprünglich gute Forschung. Dann wurden sie indoktriniert und dann war die Kacke am Dampfen. So, weg mit dir. Dich hole ich mir mal so. So viele Kisten hier. Steht alles im Weg rum. Unglaublich ungeordnet hier. Mal ehrlich, man baut sein Lager doch nicht direkt neben den Antriebskern. Was macht denn sowas? Ich geh mal. Haha. So. Nur weil ich nicht geblendet werden wollte, weil mich das nervt, wenn ich geblendet werde. Okay. Du bist weg. Der andere offenbar auch. Und an den komme ich noch nicht ran. Okay. Dann können wir wohl mal einen Meter vorstoßen, würde ich vorschlagen. So. Oh, was? Versteckt er sich hinter den Kisten, die Sau? Der traut sich was. So. Hier drüben müsste noch einer mit Schild sein. Den hatte ich schon hier so durch... Ja, schon so durchgeschimmern sehen. Ach Mann, da behält er den nicht im Fokus. Na gut, dann machen wir das eben nochmal so. Oh, was? Das ist so blöd gemacht. Jetzt habe ich immer die Kiste im Gesicht hier. Schön, dass er jetzt ein Stück zurückgeht. Das macht es mir ein bisschen einfacher. Weg mit euch. Oh, weg mit dir! Ich hasse diese blöden Flammenwerfer-Arschkrampen. Verrecke. Nein! Habe ich heute nicht schon mal erwähnt, dass ich heute nicht brennen möchte? Warum könnt ihr meinen Wunsch nicht akzeptieren? Ich brenne nicht gern. Das mag anderen gefallen, mir nicht. So. Darf ich ein bisschen Muni einsammeln? Hat jemand von euch Muni? Wieso bist du eigentlich noch nicht... Warum liegst du noch hier rum, deine Leiche? Oh, eure Leichen. Das waren sogar zwei. Na gut, dann muss ich nochmal ganz kurz hier einen Schritt zurückgehen, denn hier vorne lag ja so viel rum. So, da sind wir schon wieder fast voll. Ach nee, das war in einem anderen Stockwerk, ne? Ich bin danach, glaube ich, noch mit dem Fahrstuhl gefahren. Ja, ja. Naja, gut, egal. Scheiß auf die vier Schuss. Bin ja wieder fast voll. So, einmal zwischengespeichert und dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt mal endlich in den nächsten Kühlraum. Das war unser Ziel, falls das schon jemand wieder vergessen haben sollte. Ja, wir wollten eigentlich in einen Kühlraum gehen, beziehungsweise den Kühlstab einsetzen. So, das ist ein Durcheinander, das finde ich schrecklich. Unglaublich verwirrend, aber wir haben es doch noch hingekriegt. So. Wir sind da. Ich sammle erstmal alles andere, bevor ich den Kühlstab einsetze. Wie man das so machen sollte, man muss Prioritäten setzen. So, und dann stoppen wir ihr Projekt mal endlich. Dieser Komet wird nicht schmelzen. Aha. Nichts erreicht, Shepard. Ich kann die Energieversorgung der Maschinen immer noch überleben. Versuchen Sie ruhig, mich aufzuhalten. Mach ich. Ihr müsst mir bloß sagen, wo ich jetzt lang muss. Dann probiere ich das auf der Stelle. Okay, falsche Richtung. Hat sich jetzt etwa von... Ach, hier gibt es auch Muni. Siehste mal. Hat sich jetzt etwa von doch die andere Tür noch geöffnet, wo vorher gar kein Türöffnungssymbol da war. Nicht mal ein rotes. Nee. Wo muss ich lang?
Was? Hier? Ach, hier ist ein Fahrstuhl. Sagt mir das doch. Mensch, den habe ich nicht gesehen. So, Schluss mit lustig. Gehen Sie vom Reaktor weg. Sie haben alles ruiniert. Ich kann das Flüstern nicht mehr hören. Umdrehen. Sofort. Sie haben mir alles genommen. Ich werde die Ankunft der Reaper nicht erleben. Sie hätten nur weiter schlafen müssen. Das war alles völlig unnötig. Kensen, Sie müssen das nicht tun. Wir können von diesem Asteroiden runter. Nein, das können wir nicht tun. Huch. Warnung, Kollision steht bevor. Warnung, Kollision steht bevor. Warnung, Kollision steht bevor. Ich glaube, wir sollten hier runter, ganz schnell. Warnung, Kollision steht bevor. Warnung, Kollision steht bevor. Warnung, Kollision steht bevor. Warnung, Kollision steht bevor. Joker, hier ist Shepard. Holen Sie mich ab, sofort. Kommunikationssystem beschädigt. Verdammt! Machst du über dein eigenes Com-Netzwerk, Mensch? Das gesamte Personal zu den Rettungsshuttles. Wo finde ich ein Rettungsshuttle? Nehmen Sie den Aufzug von diesem Raum zum externen Zugang. Begeben Sie sich von dort aus zum Kommunikationsturm. Okay. Die verbliebenen Rettungsshuttles befinden sich auf dem Landeplatz des Turms. Ich muss zu diesem Kommunikationsturm und ein Shuttle erwischen, meine einzige Chance. Wir sollten eigentlich nach Möglichkeit auch noch die Normandy nehmen. Aber wir haben noch eine halbe Stunde. Wir sollten nach Möglichkeit auch die Normandy schnappen und durch das Portal verschwinden, solange es noch da ist. Denn sonst hätten wir ein großes Problem. Sonst müssten wir danach mit ULG-Antrieb zum nächsten Portal irgendwo clusterweit entfernt fliegen. Und das wäre nicht gut. Denn hier fliegt gleich alles in die Luft. Okay, kämpfen wir uns den Weg frei. Insofern ja nochmal wer kommt, ich weiß es nicht. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Ach, hier sind wir. Okay, hier sind wir vorhin auch reingekommen, glaube ich. Kannst du hier nicht drüber springen? Oh, Shepard. Warum kannst du da nicht drüber springen? Weil es zwei Treppenstufen nach unten geht, wirklich? Egal. Lauf einfach nur. Oh, wo kommen wir denn hier hin? Oh, Analysedaten sammeln. Damit lässt sich was anfangen. Schön. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Können wir noch ein bisschen was abstauben. Da ist die Eile dann auf einmal dahin, ne? Scheiß drauf, wenn wir gleich in die Luft fliegen. Wir können hier noch ein bisschen was absahnen. So. Okay. Sind wir ausgestattet soweit? Und jetzt weg hier, so schnell wie wir können. Okay, nochmal ein paar Erkundungsdaten zum Sammeln. Wo sind die? Hier. Ach, sind bloß Credits, okay. Ich glaube, den Weg sind wir vorhin auch lang gekommen, als wir mit Frau Kensen noch hier lang sind. Ganz am Anfang. So, und jetzt geht's wohl nach draußen, oder? Kommt überhaupt noch ein Gegner? Oder haben wir jetzt freie Bahn? Das wäre sehr schön, wenn wir einfach nur noch durchrennen müssten. Mal schauen. Das nimmt ein bisschen die Spannung raus, finde ich jetzt. Aber naja, was soll's. Oh, okay. Es gibt noch mal einen Gegner. Und wir sollten uns beeilen jetzt. Wow. Tschüss. Bis bald. Denn wir kommen dem Portal näher. Das ist nicht gut. Komm schon. Greift hier jemand von der Seite an? Nee. So, wisst ihr was? Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt kommt der Partikelstrahler. Oh, komm schon. Ich werde euch alle wegstrahlern, ihr Schweine. Verdammt. Ich muss zum Kommunikationsturm. Hauptsächlich ist die Nummer, die auf dem Turm. Shit. Oh nein, wirklich ein Mac. Ich hasse euch. Oh, fuck! Komm schon! Gut.
Jetzt der Strahler. Oh nein. Wow, das war knapp. Oh, das ist keine gute Position hier, Mensch. Wo ist das Ding? Okay, erstmal den weg. Da. Mac, bleib da. Ich will dich voll ins Visier nehmen. Ah! Stirb! Bastard! So, jetzt aber schnell weg hier. Komm schon. Okay. Hier geht's lang. Wo ist dieser Kommunikationsturm, ist die Frage. Geradeaus? Nee, was? Zeig mir auch nicht so verwirrende Sachen an. Hier, okay. Komm, Portal. Externer Kommunikationskanal offen. Shepard an Normandy. Joker, hören Sie mich. Der Vorbote. Fuck. Shepard, Sie werden langsam lästig. Das hoffe ich doch. Sie bekämpfen das Unvermeidbare. Staub, der kosmischen Winden trotzt. Das mag Ihnen wie ein Sieg vorkommen. Ein Sternsystem geopfert. Doch selbst jetzt sind Ihre größten Zivilisationen dem Untergang geweiht. Ihre Herrscher werden darum betteln, geerntet zu werden. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht können wir nicht gewinnen. Aber wir bekämpfen sie trotzdem. Genau wie die Sovereign. Genau wie ich jetzt. Wir mögen unbedeutend sein, aber wir werden kämpfen. Wir werden Opfer bringen. Und wir werden einen Weg finden. So sind Menschen nun mal. Sie sollen wissen, während sie sinnlos sterben. Ihr Ende wird kommen. Ihre Spezies wird fallen. Machen Sie sich bereit für die Ankunft. Aber nicht heute. Commander Shepard, Normandy zur Abholung im Anflug. Verstanden. Nichts wie weg hier. Bitte warne mal die Kolonien, das wäre sehr freundlich. Aber es ist praktisch, wir sind gleich direkt neben dem Portal, das heißt, wir können tatsächlich noch fliehen. Und ich glaube, für die Kolonien ist es längst zu spät. Bring's uns raus, Joker! Jetzt können wir nur noch unser eigenes Leben retten. Das letzte Mal, dass dieses Massenportal aktiviert wird. Was für ein episches Ende für dieses DLC, Mensch. Das hätte ja auch durchaus zur Hauptstory gehören können. Mit dem Kampf gegen die Reaper und gegen den Vorboten hier. Mensch. Und wieder mal haben wir die Galaxis gerettet. Oder ihr zumindest ein paar Jahre verschafft. Anscheinend haben sie sich erholt. Admiral Hackett. Klingt, als wären sie da unten durch die Hölle gegangen. Wie geht es ihnen? Gut. Keine Visionen mehr, falls Sie das meinen. Ich hätte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Sie sind da raus, um mir einen Gefallen zu tun. Also wollte ich die Nachbesprechung selbst machen. Das war, bevor das Massenportal explodiert ist und ein gesamtes batterianisches System vernichtet hat. Was zum Teufel ist da draußen passiert, Commander? Haben Sie Informationen darüber erhalten, was geschehen ist? Ich weiß nur, dass ich Sie losgeschickt habe, um Amanda Kenson aus dem Gefängnis zu holen. Und jetzt ist ein gesamtes System vernichtet. Ich hatte gehofft, sie könnten die logische Lücke zwischen den beiden Ereignissen schließen. Ist auch schön, oder? Man schickt Shepard los, um jemanden zu retten und danach, puff, ist das ganze System weg, so ein Scheiß.
Ich habe Dr. Kansons Beweis bestätigt. Die Reaper kamen und die Zerstörung des Portals war der einzige Weg, sie aufzuhalten. Canson hatte mich fast 2 Tage lang ruhig gestellt. Als ich die Triebwerke startete, blieb mir nur noch eine knappe Stunde. Ich habe versucht, die Batarianer-Kolonie zu warnen, aber die Zeit war zu knapp. Die Batarianer melden keine Überlebenden auf Aratot. Wenigstens haben sie es versucht. Und Sie glauben wirklich, dass die Reaper-Invasion eine Bedrohung darstellte? Ganz ohne Zweifel. Uns blieben buchstäblich nur noch Minuten. Das steht mit Sicherheit alles in Ihrem Bericht. Ich will nicht lügen, Shepard. Die Batarianer werden Blut sehen wollen. Es gibt genügend Beweise für eine Hexenjagd. Und wir wollen keinen Krieg mit den Batarianern. Aber nicht, solange sich die Kollektoren da draußen unsere Kolonisten greifen. Was meinen Sie damit? Sie haben aus sehr guten Gründen gehandelt, aber in dem System lebten über 300.000 Batarianer. Sie sind alle tot. Sie sind gestorben, um Billionen von Leben zu retten. Ich hätte sie gerettet, wenn es möglich gewesen wäre. Darauf können Sie Ihren Arsch verwetten. Bei mir rennen Sie offene Türen an, Commander. Wenn es nach mir ginge, bekämen Sie einen verdammten Orden. Leider wird das nicht jeder so sehen. Was schlagen Sie also vor? Die Beweise gegen Sie sind bestenfalls lückenhaft. Aber irgendwann werden Sie auf der Erde vor Gericht erscheinen müssen. Das kann ich nicht verhindern. Aber ich sorge dafür, dass es Ihnen nicht leicht gemacht wird. Ich hätte nicht erwartet, Sie an Bord eines Cerberus-Schiffes zu sehen. Ich mag Cerberus und seine Methoden nicht. Aber Sie haben sie wiederbelebt und Sie unternehmen etwas für die Galaxie. Für den Moment kann ich also freundlich sein. Ist die Allianz wegen der batarianischen Reaktion auf diesen Vorfall besorgt? Sehr sogar. Die Batarianer suchen nach einem Kriegsgrund, seit wir in der Galaxie aufgetaucht sind. Bei einer Invasion der Reaper muss aber die gesamte Galaxie zusammenarbeiten. Sind wir mit den Batarianern im Krieg, werden die anderen Spezies zögern, irgendeine Seite zu unterstützen. Was unternimmt die Allianz wegen der Kollektoren? Wir stellen Flotten bei unseren großen Kolonien auf und evakuieren die kleinen. Aber die Schiffe, die auf Kollektoren gestoßen sind, haben sich nicht mehr gemeldet. Wir sind ihnen unterlegen. Ich hoffe wirklich, dass Sie und Cerberus noch ein Ass im Ärmel haben. Ich stehe nach dieser Mission gerne für einen Prozess zur Verfügung. Freut mich, dass die Arbeit für Cerberus Ihrem Ehrgefühl nicht geschadet hat. Tun Sie da draußen, was Sie tun müssen. Und wenn die Erde ruft, erscheinen Sie in Ihrer besten Uniform und stellen Sie sich den Vorwürfen. Bis dahin behalten Sie das. Ich brauche Ihren Bericht nicht, um zu wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Jawohl, Sir. Das war eine große Leistung, Commander. Und damit haben wir auch das DLC-Ankunft abgeschlossen. Ja, Admiral Hackett ist schon ein guter, ne? Also er vertraut uns da vollkommen. Und ich hätte trotzdem an seiner Stelle den Bericht gelesen, schon rein aus Neugier, was genau da eigentlich geschehen ist und wie sie das Massenportal ausgeschaltet haben. Also das kann ihnen ja eigentlich nicht klar sein. Also sie wissen ja eigentlich nur, scheiße, alles weg dort. Und es gab irgendwie einen riesigen Hieb, der alles vernichtet hat. Aber was sonst passiert ist, wissen sie nicht. Eigentlich wäre es sogar cooler gewesen, wenn die Reaper gerade in dem Moment noch durchgekommen wären, in dem das Massenportal vernichtet wurde. Dann hätte es alle Reaper mit erwischt. Da hätte man eigentlich noch einen riesigen Schlag gegen die Reaper landen können. Aber wahrscheinlicherweise wäre das gar nicht möglich gewesen, weil die Reaper dann einfach den Kometen aufgehalten hätten. Oder so. Keine Ahnung. Vermute ich jedenfalls mal. Naja, wir haben leider gerade einen 100.000-fachen Mord begangen. Das tut mir extrem leid, auch wenn es Batarianer sind, das ist scheißegal eigentlich, ob es nun Menschen oder Batarianer waren. Ja, klar ist das Kriegsgrund. Kann ich mir schon vorstellen. Ein Mensch hat ein ganzes System der Batarianer vernichtet. Da kann man eigentlich noch froh sein, dass nur 300.000 dort gelebt haben. Andererseits, die wären, wenn die Reaper angekommen wären, sowieso vernichtet worden. Also die hatten einfach keine Chance mehr. Das tut mir verdammt leid, es ist aber letztendlich so. Also es wäre letztendlich nur eine andere Todesart gewesen und so sind wenigstens alle anderen Systeme sicher gewesen. Und wir haben uns noch ein paar Jahre erkauft,
in denen sich die vereinigten Flotten erstmal überhaupt vereinigen können, wirklich, und dann auch vorbereiten können auf den Kampf der Reaper. Was dann letztendlich der Inhalt des dritten Teils von Mass Effect ist, aber dazu will ich jetzt noch nicht so viel sagen. Also im Prinzip haben wir gerade Glück gehabt, dass wir den dritten Teil nicht schon im zweiten erleben und dann alle vernichtet werden, weil noch nichts bereit gewesen wäre. Dr. Amanda Canson wurde aus einem batarianischen Gefängnis auf dem Planeten Aratod gerettet und Shepard hat ihre Beweise für eine Reaper-Invasion bestätigt. Shepard wurde von Canson gefangen genommen, die von einem Reaper-Artefakt indoktriniert worden war. Shepard entkam und aktivierte das Projekt, wodurch das Alpha-Portal zerstört und die Reaper-Invasion aufgehalten wurde. Dr. Canson hat nicht überlebt. Das Bahak-System und all seine Einwohner wurden vernichtet. Traurig, traurig, alles. Also letztendlich gab es nur Verluste, aber immerhin wurden die Reaper aufgehalten. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Aber eigentlich war es mehr eine Niederlage als alles andere. Aber was willst du schon tun? So, also bis wir irgendwann mal vor Gericht erscheinen, lässt sich halt nicht ändern. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Okay. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Und damit kommen wir wieder in den normalen Dienst zurück, nachdem wir hier ein äußerst brenzliges Abenteuer auch mal ganz allein bestreiten mussten. Das haben wir ja sonst auch nicht, ne? Sonst haben wir ja immer noch jemanden dabei. Diesmal waren wir wirklich allein. Oh, Munition für schwere Waffen geht hoch. Schön. Das finde ich gut. Plus 90% sind wir mittlerweile schon Munitionskapazität für schwere Waffen. Wow. So, das schwere Hautgewebe auch noch. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was brauchen wir eigentlich dafür? Schrotflinten-Schadens-Upgrade. Okay, das haben wir natürlich nicht. Gut, und die anderen zwei Sachen, das sind ja nur die, die uns sowieso nichts bringen. Okay. Dann haben wir mal wieder die Welt gerettet. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Hast du schon erwähnt. Und ich muss mal, ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Ich glaube, ich muss an der Stelle jetzt Schluss machen. Hab keine Zeit, glaube ich, mehr für irgendwas weiteres noch. Gut, dann machen wir beim nächsten Mal weiter mit den anderen DLCs. Wir müssen mal schauen. Ich glaube, wir haben noch mindestens eins. Ich wollte gerade sagen, in welchem System sind wir denn? Aber wir sind mal in unserem heimischen System. Dann können wir mal kurz bei der Erde vorbeifliegen hier. Einmal die Erde besuchen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Standardausgabe des Galaxiekodex der Allianz. Der Orbit der Erde ist infolge der sehr langwierigen Entwicklung der Raumfahrt voll mit Trümmern. Oh, schön. In Höhen über 85 Kilometer wird daher zur Benutzung von kinetischen Barrieren geraten. Population 11,4 Milliarden. Ach du Scheiße. Eieieiei. Und auf dem Mars? Der Mars galt früher als Kandidat zum Terraformen und zur Besiedlung, aber nach der Entdeckung der Überlichtgeschwindigkeit versank er in der Bedeutungslosigkeit. Sein Südpol ist eine historische Gedenkstätte rund um die dort gefundenen proteanischen Ruinen. Da die Suche nach Artefakten noch im Gange ist, sind Zuzug und Entwicklung eingeschränkt. So, können wir auch mal so ein bisschen schauen, also unser heimisches System. Auch mal der Merkur, ist auf dem eigentlich mal irgendwas gemacht worden? Am Nord- und Südpol des Merkur gibt es an den Gipfeln des ewigen Lichts eine Handvoll Solarkraftwerke. Ah, das kann man natürlich machen. Die Schwierigkeiten aufgrund der Sonnennähe und der hohen Umlaufgeschwindigkeit des Planeten haben bislang eine weitere Erschließung verhindert. Oh, ich kann den scannen? Ich kann Rohstoffe vom Merkur sammeln? Sonde unterwegs. Warum nicht? Das kann man mal tun. Da gibt's sogar einige Sachen. Größeren Maßstab. Wie es scheint. Gut, dann gönnen wir uns das doch gerade mal. So, hier gibt's noch ein bisschen Palladium. Sonde unterwegs. Und hier haben wir noch ein bisschen Iridium. Warum denn nicht? Machen wir mal eine kleine Rohstoffsammelrunde hier. Auch wenn wir die überhaupt nicht mehr nötig haben. Wir brauchen die ganzen Rohstoffe eigentlich überhaupt nicht mehr. Ich glaube, die sind wirklich mittlerweile völlig für die Katz. Das könnten wir uns eigentlich wirklich sparen. Aber wenn man auch mal die heimischen Systeme ein bisschen ausbeuten kann, dann will ich das doch auch gern mal tun. Sonde unterwegs. Wir sind auf so vielen Sonnensystemen, ich bin in so vielen Sonnensystemen gewesen, in denen ich wirklich totalen Raubbau betrieben habe. Dann will ich doch auch mal Sonde Raubbau unterwegs. An den heimischen Planeten betreiben. So, hier hat man noch einen. Das nehmen wir Sonde auch noch mit. Gestartet. Und dann werden wir wahrscheinlich noch einen Peak finden irgendwo.
hier zum Beispiel, das sieht gut aus. Sonde gestartet. Und dann ist er abgebaut. Oder auch nicht. Na komm schon, ich will ihn bis zum Abbau treiben. Abgebaut? Hallo? Irgendwo? Halt, hier war was. Ist spannend, oder? Das müsst ihr auch mal über euch ergehen lassen. So, aber ich finde jetzt gar nichts weiter mehr hier. Das kann eigentlich gar nicht sein. Irgendwo muss noch was sein, denn man kriegt die immer bis auf abgebaut runter. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Und diese kleinen Zipfelchen, die da immer mal so auftauchen, die dürften eigentlich unerheblich sein für den Status. Normalerweise müsste es irgendwo noch einen großen geben. Einen großen Peak, der irgendwo auftaucht. Halt hier. Wo ist denn das? Naja, groß ist das auch nicht. Starte Sonde. So, ich sag doch, irgendwo muss noch ein großer sein. Jetzt muss ich ihn nur wiederfinden. Hier ist er. So. Sonde unterwegs. Und damit ist der Merkur abgebaut. Wunderbar. Wollte ich mir auch mal gönnen. Ich dachte eigentlich, im heimischen Sonnensystem ist nichts mehr zu holen. Ist übrigens auch lustig, dass der Pluto hier noch mit dabei ist. Aber der hat keine Umlaufbahn angezeigt wie die anderen. Das heißt, er wird hier schon nicht mehr als Planet angesehen. Kann das sein? Pluto ist eine der zahlreichen Eiszwergwelten von Sol. Seine Hauptbedeutung liegt darin, dass er den Gravitationsanker für das proteanische Massenportal nach Arcturus bildet. Pluto und das Charon-Portal, früher von Eis umgeben und für einen Mond gehalten. Ach, ist das geil. Umkreisen einander. Charon ist tatsächlich der Mond von Pluto, der fast genauso groß ist wie Pluto selbst. Also, das finde ich lustig. Finde ich schön. Als Nebeneffekt der Instandsetzung des Charon-Massenportals im Jahr 2157 wurde die Umlaufbahn des Pluto kreisförmig. Na sowas. Finde ich lustig. Gefällt mir. Auf jeden Fall scheint er hier schon nicht mehr als Planet zu gelten. Gut, den Spaß wollte ich mir mal gerade gönnen. Aber eigentlich wollten wir nur noch schauen, was es denn hier noch gibt beim nächsten Mal. Wir haben noch das Projekt Feuergänger, das ist auch noch ein DLC. Ansonsten natürlich die ganzen kleinen Anomalien hier. Da werde ich vielleicht auch nochmal, ohne die Planeten dann abzubauen, einfach nur überall hinfliegen, um zu schauen, ob es noch mehr Anomalien gibt. Dann hier Schmuggelfracht sicherstellen. Das ist, glaube ich, kein DLC, oder? Ich weiß nicht, was das ist. Ja, das ist tatsächlich schon. Wir haben noch das abstürzende Schiff, das wir retten müssen. Feuergänger. Die ganzen kleinen Sachen und dann können wir uns schon wieder der Reaper FFS widmen. Mensch, es geht schon wieder langsam auf ein Ende zu, ne? Das wird schon wieder langsam weniger hier. Also, ich kann schon mal so viel verraten, wenn wir die Reaper FFS haben, dann geht's ganz schnurstracks aufs Ende zu. Das dauert dann zwar noch ein bisschen, aber dann gibt's kein Zurück mehr im Prinzip. So, gehen wir noch kurz zum Elista-System rüber, wenn wir hier schon mal sind. An der Isma-Grenze. Und warum war ich denn in dem Fire-System schon mal? Was war denn dort? Ich glaube, da war irgendeine Mission. Ach, hier für Said, glaube ich. So, dann werden wir uns beim nächsten Mal dem Planeten Siona widmen. Anomalie geortet. Ja, weiß ich doch. Da machen wir beim nächsten Mal hin und dann werden wir mal schauen, was es mit dem Feuergänger auf sich hat. Bis dahin, macht's gut. Wir sehen uns. Bis bald.